Schönen guten Tag, Genossen und Freunde und Unterstützer und wunderbare Menschen. Der Ära ist wieder da. Wir spielen World of Tanks und heute gibt es ein kleines Tortoise Double Feature. Also es gibt zwei Replays zum Preis von einem. Freude ist groß. Was ist unser Thema? Wir sind immer noch dabei, drei kritische Treffer zu suchen und 5000 Schaden zu machen. Ja, ich kriege immer nur eins von beiden hin. Ich mache öfter mal 5000 Schaden, dann habe ich aber keine drei Crits und andersrum. Ihr wisst, wie es ist. Ist aber egal, wir sind im Himmelsdorf und wir sind Top-Tier. Der Elder ist dabei, der Elder fährt seinen T95 so ein bisschen der beste Zeitgenosse und Kollege, den man dafür kriegen kann, hier solche Aktionen zu starten. Und was macht man? Man spielt die Tortoise ein bisschen wie einen kleinen Heavy. Einfach gib ihm. Und da ist halt Himmelsdorf tatsächlich keine schlechte Karte. Hier kann man einfach ein bisschen reinpushen. Elder hat direkt mal den T30 beschlossen zu begrüßen. Und jetzt müssen wir mal schauen. Oh, da ist ein Jagdsieger. Sehr gut. Das ist natürlich geil. Da kann man die DPM direkt zum Einsatz bringen. Jetzt haut er ab. Oh, bleib hier, mein Freund. Ich habe hier noch... Ja, da stehst du gut. Jetzt ist die Mission, ist ihn auf der Kette zu halten, dass er nicht mehr wegkommt. Oh, gebounced auf die Seite. Das ist natürlich ärgerlich. Jetzt kommt er wirklich doch noch weg. Das war noch ein Treffer. Ja, einen Punkt. Einen Punkt haben wir stehen lassen. Freunde, wir haben einen Punkt stehen lassen. Das ist doch... Hallo, Meister T30. Ja, wenn da so eine Tortoise und ein T95 ankommen... Dann kriegt auch der T30 Muffensausen. Oh, da kommt die Badget. Die Badget kommt, die Badget kommt. Komm, mein Freund. Nehme ich. Wenn die schon mal rauskommt, nehmen wir die. So, Elder gibt dem T30. Der Jagdtiger will nicht mehr. Tja, das muss man auch festhalten, wenn man überlegt. Also Jagdtiger ist ja... ja, kriegst vom Hügel, das ist okay. Jagdtiger ist ja grundsätzlich kein schlechtes Auto. Aber wenn man so sieht, so mit Tortoise und so, da ist halt einfach nichts zu holen. Das ist einfach, das sind schon nochmal Welten, die da dazwischen liegen. So, da ist so eine Torte einfach nochmal ein ganzes Stück stärker. So, wir gucken mal. Su-101 hatte geschossen. Da ist ein 50 TP Prototyp. Ja, ich will ja wieder ein bisschen Schaden fahren. Also man will ja dann auch sich ein bisschen bewegen und man will ja auch so ein bisschen rein da in die Olga. Da, hallo. Schlecht geaimt. Der geht auf meine Kappe. So. Gebounced auf die Su, das ist okay. Oh, das wäre natürlich jetzt die ideale Gelegenheit gewesen. Jetzt. Ja, machen wir eine kleine Low-Roll, damit sich das auch lohnt. Das soll ja nicht zu viel Schaden bei rumkommen. T8, 3, 2. Komm, nochmal schauen. Bitte, bitte. Nee, kommt er nicht. Ärgerlich. So, da ist er, da ist er, da ist er, da ist er. Ja, ach, snipen ist eigentlich auch nicht das, was man unbedingt will in der Torte. Man will da reinfahren und will den einfach eine von Latz donnern. Das ist doch einfach alles andere. Macht da gar keinen Spaß. So. Das ist 1-2. Hier ist alles noch offen. Hier läuft alles noch. Wir haben schon 1000 Schaden. Oh, da ist ein Waffenträger. Waffenträger PZ4. Das ist gar nicht schlecht. Aber wenn wir hier rausfahren, müssen wir aufpassen, dass wir nicht ins Hinterteil geschossen bekommen. Elder Jansky ist auch noch ein Stück weit weg. Da muss man ein bisschen vorsichtig spielen, wenn der Waffenträger kriegt. So, hier brauchen wir geben wir dem erstmal eine. T30 wäre auch ein schönes Ziel. Jawohl, den können wir mal schön gib ihm. Na klar, machen wir eine Logo. Das ist logisch. Schön oben durch die Kanone. Und der haut mir die 600er Schellen um die Ohren. Hier haben wir jetzt ganz schön eingebüßt. Aber das war wichtig. Das war einfach wichtig. So, 50 TP Prototyp. Jetzt ist der Elder da. Jetzt ist gut. Da kann der Elder nämlich vorfahren, kann sich noch einen schnappen. Das ist okay, weil ich, wenn ich mir noch einen schnappe, bin ich kaputt. Das möchte ich bitte nicht. Also können wir nämlich den schön in die Zange nehmen hier. Na, mein T103 Freund. Ich wollte gerade sagen, auf Wiedersehen. Ja, hat nicht funktioniert, haben wir nur getrackt. Aber jetzt aber nehme ich dich raus, mein Freund. Und dann haben wir das auch erledigt. Und jetzt gucken wir mal, wie wir hier den 50 TP Prototyp rankriegen. Aber wenn der Elder den hat, dann läuft das schon. Elder mit einer High Roll und dann ist das, genau, dann ist das Ding erledigt. So war der Plan. Jetzt fahren wir mal ein Stück weiter und gucken mal. Da ist noch ein VK 100 01P.
ist halt tatsächlich, die ganzen Hitpoints, die die Gegner noch haben, hängen wahrscheinlich auf dem VK da rum. Der hat ja durchaus ein paar Punkte mitgebracht. Ich denke, da wird schon noch ein bisschen was sein, was spannend ist. Aber irgendwie, der steht da, als wäre er die ganze Zeit AFK gewesen. Wir gucken mal. Vielleicht ist er immer noch AFK, da können wir noch ein bisschen Damage farmen. Oh, da ist er. Ja, er steht auch da und er ist AFK. Und das ist natürlich 329. Also Leute, jetzt mal ohne Mist. Schön Kette abschießen. Jeder Treffer ist einfach Katastrophe. Aber hier nehmen wir einfach noch ein bisschen Kettenabschuss Schaden mit. Ein bisschen Support. Und wir haben 4252 Schaden auf der Uhr. Haben noch einen Blindshot, der, glaube ich, den Jagdtiger definitiv getroffen hat. So, WZ. Gebounced. Jetzt drücken wir mal auf die 2. Selbst mit der 2 komme ich da nicht rein. Und dann geht er weg. Und da ist noch der Burrask. Alter, jagt es im T95 einen Burrask. Das ist eine gute Idee, das macht immer wieder Spaß. Aber da könnte man noch einen Schuss drauf kriegen. Der ist noch Full HP. Da geht was. Aber guck mal, alle anderen sind halt schneller. Der Strutzwagen ist vor mir dran. Kommen alle eher. Der hat auch schon geschossen. Und der fährt wieder weg, der Burrask. Das ist ein bisschen ärgerlich. Wir jagen jetzt in der Torte einen Burrask. Und da hat der Elder ein schönes Loch reingemacht. Das war, hat er großartig hingekriegt. Und jetzt ist der Burrask weg und wir jagen ihn ums Blöckchen. Den kriegen wir nicht mehr. Das Flöckchen ist weg. Und da ist er kaputt. Mit dem Blindshot kann ich euch sagen, ja, wir haben 4800 Schaden gemacht. Null Crits, hat einfach nicht gezählt. Also, Mission gefehlt. Was will man machen? Ist egal, wir bleiben dran, wir machen es weiter. Und deswegen, ich habe ja gesagt, Double Feature, wir fahren direkt nochmal los. Nächstes Ziel, Redshire. Und die Ausgangslage ist nach wie vor dieselbe. Wir sind in Redshire, wir sind aber jetzt mit Tier, ist ein 10er Gefecht. Wir müssen defenden und Genosse Eldergansky fährt kein T95, sondern T30. Ja, Elder und seine amerikanischen Tankdestroyer. Und es gilt dasselbe wie gerade eben. W drücken und ab. Das nutzt ja nichts. Deswegen, gib ihm, wir fahren da rein. Und dann werden wir schauen, wie sich das wird alles entwickeln und wie es wird weitergehen. Wichtig ist, DPM zum Einsatz bringen und jetzt irgendwie die 5000 Damages raushauen und noch ein bisschen kritten mit ein bisschen Glück. Lanzen C, komm, gib ihm. Da ist ein AMX50B, den willst du halt auch nicht auf der Flanke haben. Und dann müssen wir ein bisschen schauen. Wir müssen das jetzt ein bisschen vorsichtig angehen, das Ganze hier. Idealerweise kriegen wir da links erstmal relativ viel aufgehalten. Das wäre schon schön. Da ist ein T30. Da ist ein Löwe. Das ist schön. Ja, wieder eine Low-Roll, damit sich das auch lohnt. Aber so ein Löwe seitlich ist natürlich ein Geschenk. Das nimmt man gerne an. Dann stellen wir nochmal auf die Kette. Und dann schauen wir mal. Und dann nehmen wir den raus. Sehr gut. Ja, DPM ist nur zu schlagen durch noch mehr DPM. Da ist ein TNH. Kommen wir da irgendwie sinnvoll ran? Kommen wir. Und Versatz. Schön, habe ich schön versemmelt den Schuss. Und er gibt mir erstmal eine. Sehr gut, freue ich mich. Hast du gut gemacht, mein Freund. So, T30. Ah, da wäre ein Schuss gewesen durch die Strohballen durch. Aber, 2 zu 3. Wichtig ist, dass wir erstmal hier die ganze Flanke im Norden halbwegs abgedeckt haben. Da sollte jetzt erstmal nichts kommen. Das heißt, wir können uns erstmal in die andere Richtung orientieren und können da ein bisschen reinschießen. Das ist okay. Da ist ein Skorpion. Komm, ich bin zu langsam berghoch. Gut, nehme ich Skorpion raus. Okay, ist immer schön. Jeder Panzer, der rausgeht, ist ein guter Panzer. T110E3. Den möchtest du nicht auf der Flanke haben. So. Die 750er Schellen willst du dann auch nicht fressen. Und dann mache ich jetzt auch nicht für den Stutzwagen hier die Seitenbedeckung. Das kann er vergessen. Da muss er schon selber klarkommen. Ja, aber ihr seht, jetzt schießen wir es schön zusammen. So, TNH, mein Freund. Wir haben da auch noch mal was zu diskutieren. 340. Das ist einfach, Leute, wie wäre es mal mit ein bisschen Highrollen? Mal so ein bisschen Schaden für den Ära. Eine 400. Sowas. Der Char. Ja, das ist natürlich ein bisschen schnell, das Auto. Gucken wir mal. Jetzt ist er da. Ah, ja, das hätte man vielleicht zielen sollen, aber
Der fährt da zwischen Stein und Haus hin und her. Der 50B ist immer noch da. Der Herr 50B. Ja, ein bisschen winkeln. Bisschen zurückziehen. Bisschen glücklich weinen. Oh, da ist er. Da ist er. So. Bin zwei zurückgefahren. Das war nicht so clever. Hätte man noch ein bisschen... So. Na ja, kleine Low-Roll gemacht. Ihr wisst, wie es ist. Das muss sich ja lohnen auch. Nochmal blind einen nachgewaschen. Und da kommt der Char. Jetzt kommt der Char. Jetzt kommt der Char. Und dann mein... Oh, nee, der fährt da hinten rum. Era, du musst mehr zielen. Das ist tatsächlich so ein Thema. Den Schuss hätte man machen können. Wahrscheinlich wäre der schon möglich gewesen, wenn man hätte sich ein bisschen Zeit genommen. Aber ihr wisst, Zeit ist kostbar. Dann gehe ich hier immer auf. Das will ich halt auch nicht. Wenn der AMX-50B mich nochmal in einer ungünstigen Position erwischt, wäre das jetzt tatsächlich dem ganzen Spielverlauf nicht förderlich. Und wir müssen dran denken, der T110E3 steht da noch. Und das ist tatsächlich so ein bisschen der Endboss. Da müssen wir dann wahrscheinlich auch mal ein bisschen das Gold reinstopfen. Mal gucken. Aber ich wollte jetzt erstmal diesen 50B da irgendwie nochmal kriegen. Der Skorpion steht auch noch irgendwo ganz da hinten rum. Also hier ist durchaus noch so ein bisschen Material da, mit dem wir aufpassen müssen. Da ist er, der 50B. Ja, war wieder so eine typische Mistentscheidung. Wenn ich hätte noch eine Minute, eine Sekunde gewartet, wäre es okay gewesen. Aber nein, wollte ich jetzt den Char nehmen. Ach, Era, weißt du, manchmal machst du dumme Sachen. Aber ja, deswegen seid ihr hier. Ihr guckt das ja gerne, weil ich hier gerne dumme Sachen mache. So, da ist ein SMV, aber der ist noch hinterm Berg. Der T110E3 wäre spannend. Wo ist er hingefahren? Was macht er? Was tut es? Was tut es? Was nennt es mich? So. Fährt da unten hin und her. Immer in der Abteilung rhythmisches Warten. Normalerweise müsste man so ein Stück vorrutschen, dass man da im Süden Beschuss hinkriegt, aber dafür ist hier einfach noch zu viel Zeug. So, wenn der T110E3 dann aufgeht und dir dann in den Hinterteil seine 750er Schellen reinbastelt, dann ist es ein kurzes Vergnügen. Wir schauen mal. Jetzt aber! Siehste, sehr schön. Nummer 3 auf den Char. Waren halt leider keine Schadenszahlen. Oh, da ist er. Da ist der 110E3. So, jetzt gucken wir mal. Hier werden wir dann wahrscheinlich auch mal auf die 2 drücken müssen. Ja, na klar, der steht. Schön halt down. So, klar, guck mal, ich krieg da oben auf die Capola durch. Ich treffe gar nicht erst. Das wäre ja auch zu einfach, wenn man da oben Schüsse anbringen könnte. Der war ein schöner grüner Pennmarker. Hat nicht gereicht. Und mein Freund im 50B ist auch wieder da. Der Typ macht das jedes Mal so. Der lockt mich und dann ist er nicht schießbar. Dann hat er sich wieder versteckt. Das ist insofern... Da komm her, mein Freund. Jetzt aber. Jetzt aber. Jetzt komm. Der ging nicht durch. Nein, 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 nein. No fun for you. Nein. Oh, na siehst du, und das ist das Problem. Dann kommt so ein Deutscher und dann nimmt man natürlich lieber so einen Jagdsieger. Ich habe nicht auf die Kette gekriegt. Guck's dir an. Nicht mal angekratzt. Ja, für einen Jagdsieger will ich jetzt auch kein Gold nehmen, tatsächlich. Ich wollte ihn eigentlich nur auf die Kette stellen. Jetzt bin ich offen. Kannst du probieren, mein Freund. So, nehmen wir noch den Jagdsieger mit raus. Aufpassen, dass der 50B nicht kommt. Dann gucken wir nochmal, ob wir den 110E3 nochmal irgendwie... Der steht da eigentlich total dämlich auf dem Feld. So, aber ich komme an die Unterbeine, komme ich nicht ran. Und dann habe ich nur da oben diesen Capola-Schuss. Und das ist einfach ein bisschen schwierig. So. Kaliber ist ein bisschen klein. Ich kann halt das Dach auch nicht... Ja, ja, jetzt dreh dich. Dreh dich, dreh dich, dreh dich. Jetzt geht er wieder zurück. So. 110 E3. Jetzt, komm. Grüne Pennmarker, Freunde. Es ist halt einfach echt nicht euer Ernst. Jetzt aber. Endlich mal einen Schuss gemacht und jetzt ist er aus. Sehr gut. So, da ist der 50 B da unten. Jetzt will ich den haben. Komm her, mein Freund.
dazu. Sag mal, Typ. Hey, so haben wir nie gewettet. Komm, zeig dich. Zeig dich, ich möchte schießen. Ja, so geht das. 50 B ist auch raus. Da ist noch der SMV. Die Gegner haben noch einen TNH. Den Skorpion, der war noch gar nicht offen. Und hier fährt noch irgendwo ein Udes rum, der noch ziemlich Full HP durch die Gegend fährt. Der Udes war auch noch nicht offen. Und wir tippen ja drauf, dass der da steht, wo der 50 B auch die ganze Zeit rumgetigert ist. Weil gemacht hat er was. Der hat 2 Kills auf der Uhr. Und Elder sagt schon, der wird wohl irgendwo da rumhängen. Und da habe ich gedacht, okay, dann fahre ich bei dem Berg an. Ich habe ja noch HP, ich habe Frontpanzerung. Wir müssen es jetzt einfach mal probieren. Manchmal muss man einfach mal B drücken und sagen, Fidiralala, jetzt geht das los. Wir schauen da jetzt mal vorbei. Und deswegen schauen wir da jetzt mal vorbei. TNH hat den Patonski rausgenommen. Es sind auf jeden Fall noch Hitpoints drin. Die haben noch knapp 5k. Also jetzt nicht mehr, weil jetzt habe ich den TNH das erste Mal im eigenen Spot. So. Da ist er, der Udes. Guten Tag. Und ich schieße daneben. Na klar schieße ich daneben. Natürlich schieße ich daneben. Komm, gib ihm. Ah, Kette ab. War der Plan. Kette ab. Ich krieg die Kette nicht ab. So, Udes kriegen wir hin. Ladeschütze. Ladeschütze ist schlecht. Wird wieder reingesetzt. Skorpion ist da hinten. Und jetzt kommt der entscheidende Schuss, wenn ich den irgendwie treffe. Nee, hat zu lange gedauert. Hat zu lange gedauert. Ärgerlich. Ich habe 4800 Schaden auf der Uhr. Crit habe ich natürlich aber auch nicht. Insofern ist es egal. Bleib mal noch ein bisschen hier stehen, hoffe, dass noch was aufgeht, aber die Zeit läuft ab und ich werde hier keinen Skorpion mehr fangen. Dafür bin ich zu langsam und dann gewinnen wir die Runde eben so. Ja, die war gar nicht schlecht, ich zeige euch dazu mal die Auswertung. Ja, und die Auswertung kann man sich angucken. Also es war tatsächlich eine 1, Großkaliber, 4 Kills, 4878, also wir haben den Skorpion blind nicht mehr erwischt, 2000 Schaden ermöglicht, aber halt Crit-Schaden. Sie haben 10 Crit-Treffer gemacht. Das hätte alles hingehauen. Das war völlig okay. Waren aber auch 4 Ketten dabei. Ich glaube, das zählt nicht. 1435 BSEP. Reicht nicht für einen Panzerass übrigens. Das ist auch ein bisschen traurig. Und es reicht halt nicht für die Mission, weil wieder ein Schuss zu wenig. So ist es manchmal. Was willst du machen? Da machst du gar nichts. Nichtsdestotrotz, Leute, holt euch eine Tortoise. Ich liebe meine Tortoise. Ein großartiges Fahrzeug. Und wenn man die ein bisschen spielt, dass es kein reines Dreieck ist, macht das echt viel Spaß. In diesem Sinne, das wollte ich euch zeigen. Ich wollte sagen, vielen Dank euch allen fürs Zuschauen. Ich freue mich sehr, dass hier ab und zu Leute reinschauen. Mein Kanal läuft zurzeit wieder sehr gut. Also sehr gut für meine kleinen, bescheidenen Verhältnisse. Aber es gucken tatsächlich Leute die Videos. Es machen Leute Abos. Ich freue mich total. Ja, lasst mir einen Kommentar da. Schreibt mir was Schönes. Wenn es euch gefallen hat, sagt es weiter. Sagt es eurer Schwester, eurer Tante, eurer Oma. Wenn es euch nicht gefallen hat, bitte ich es mir nachzusehen und in Frieden von dannen zu ziehen. Ich wünsche euch noch was. Bis bald. Ciao, ciao. Der Ära.